Es geht um nebenberuflich, selbstständig, Steuern, Recht, Finanzierung, Marketing. Ich bin angekommen im Kapitel Freie Berufe, Handwerk und Gewerbe. Das Kapitel gliedert sich in folgende Unterkapitel. Ich mache mal hier die Eieruhr auf 30 Minuten, damit ich nicht zu lange mache. Gliedert sich in folgende Unterkapitel, das Kapitel Freie Berufe, Handwerk und Gewerbe, wer freiberuflich selbstständig sein darf. Meisterpflicht, Innung und Handwerkskammer, IHK-Mitgliedschaft, so funktioniert die Gewerbeanmeldung, Ihre Geschäftsräume, was Sie beachten sollten, mit dem Unterpunkt Vorsicht, Zweckentfremdung. Da sind auch ein paar Urteile aufgeführt und dann ist das Ganze schon zu Ende. So. Freie Berufe, Handwerk und Gewerbe. Je nachdem, in welchem Metier Sie sich selbstständig machen, gelten unterschiedliche gesetzliche und standesrechtliche Regularien. So dürfen Sie zum Beispiel weder haupt- und nebenberuflich als Steuerberater oder Rechtsanwalt selbstständig machen, wenn Sie nicht die dafür notwendige Zulassung vorweisen können. Vor Ihrer Existenzgründung sollten Sie sich also darüber im Klaren sein, welche berufsrechtlichen Spielregeln zu berücksichtigen sind. Wer freiberuflich selbstständig sein darf. Die Selbstständigkeit als Freiberufler bringt vor allem für Vollerwerbsgründer einige Vorteile mit sich. Die Tätigkeit ist nicht gewerbesteuerpflichtig, es muss kein Gewerbe angemeldet werden. Und die Mitgliedschaft in der Industrie- und Handelskammer, IHK, ist ebenfalls nicht erforderlich. Tipp. Nach Möglichkeiten als Freiberufler firmieren. Zwar gelten für Nebenerwerbsselbstständige mit niedrigen Umsätzen und Gewinnen auch im Gewerbebetrieb gewisse Privilegien bei Gewerbesteuer und IHK-Mitgliedschaft, doch wenn Sie sich offen halten wollen, Ihre Selbstständigkeit einmal zum Vollzeitjob auszubauen, dann ist, wenn Sie die Wahl haben, der Start als Freiberufler von Vorteil. Dabei hat das Finanzamt ein gewichtiges Wort mitzureden, denn dort wird entschieden, ob Vater Staat Sie als Freiberufler akzeptiert. Wenn Sie bestimmten Berufsgruppen wie Rechtsanwälten, Ärzten oder Künstlern angehören, ist das kein Problem, weil das die sogenannten Katalogberufe sind. Es gibt außerdem ähnliche Berufe, bei denen die Einstufung als Freiberufler ebenfalls problemlos möglich ist. Das sind Berufe, die zwar nicht explizit in der gesetzlichen Liste aufgeführt sind, aber mit einem der dort benannten Berufe große Ähnlichkeit aufweisen. Lässt sich Ihr ausgeübter Beruf nicht eindeutig zuordnen, haben sich in einschlägigen Gerichtsurteilen drei Kriterien herauskristallisiert, die einen freien Beruf kennzeichnen. Dienstleistung. Ein freier Beruf ist fast immer eine Dienstleistung. Serienproduktion und Warenhandel sind hingegen K.O.-Kriterien. Bildung und Begabung. Ein freier Beruf erfordert entweder eine Hochschulausbildung oder eine besondere schöpferische Begabung. Das heißt konkret,
Ich mach's ein bisschen anders. Ist mir gerade so. Lest nach Katalogberufe weiter. Hier gibt es nämlich gesetzliche Grundlagen. Und da geht es um das Einkommensteuergesetz. Die Katalogberufe sind gesetzlich in § 18 Einkommensteuergesetz aufgelistet. Darin heißt es im Wortlaut: Zu den freiberuflichen Tätigkeiten gehören die selbstständig ausgeübten Wissenschaften. Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbstständig ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit, die selbstständige Berufstätigkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, Vermessungsingenieure, Ingenieure, Architekten, Handelschemiker, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratende Volks- und Betriebswirte, Vereidigten, Buchprüfer, Steuerbevollmächtigten, Heilpraktiker, Dentisten, Krankengymnasten, Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen und ähnliche Berufe. Okay. Das hier wird in der Kategorie Bildung auf YouTube veröffentlicht. Ich habe 2 Staatsprüfungen als Lehrer abgelegt. Ich würde mich dann auf die freiberufliche Tätigkeit stürzen. Ich bin nämlich hier unterrichtend tätig. Dadurch, dass ich das vorlese, ich erhoffe mir dadurch Bildung anzustoßen. Oder Bildung zu ermöglichen bei denjenigen, die das hier gucken. Und im Schulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen steht, dass Unterricht in Nordrhein-Westfalen vor allem was mit Bildung zu tun hat. So, ich möchte euch nicht erziehen. Gut, dass ich das gelesen habe. Das hat mich schon weiter. Im Grunde genommen hat sich dieses Heft schon dafür gelohnt. Ganz billig ist es nicht, 16,90. Die anderen sind ein bisschen billiger. Wahrscheinlich liegt es am ZDF-Wieso-Logo. Ich schreibe es auf jeden Fall in den Titel rein. Vielleicht wird danach gesucht. Dann wird es öfter geguckt. Anderen kosten 12,90, vielleicht kosten ZDF-Wieso-Logo 4 Euro. Das wäre ein Skandal, das ist es nämlich nicht wert. Naja, mir hilft es vielleicht weiter, wenn ich ZDF-Wieso mit in den Titel schreibe. So, jetzt weiterlesen. Es gibt außerdem ähnliche Berufe, bei denen die Einstufung als Freiberufler ebenfalls problemlos möglich ist. Das sind Berufe, die zwar nicht explizit in der gesetzlichen Liste aufgeführt sind, aber mit einem der dort benannten Berufe große Ähnlichkeit aufweisen. Lässt sich ihr ausgeübter Beruf nicht eindeutig zuordnen, haben sich in einschlägigen Gerichtsurteilen 3 Kriterien herauskristallisiert, die einen freien Beruf kennzeichnen. Dienstleistung. Ein freier Beruf ist fast immer eine Dienstleistung. Serienproduktion und Warenhandel sind hingegen K.O.-Kriterien. Das hier ist eine Dienstleistung. Ich produziere das auch nicht in Serie. Ich lese nicht immer den gleichen Text vor. Bildung und Begabung. Bei European Union Law lese ich den Text öfter vor, weil ich zu doof bin, das direkt zu verstehen. Bildung und Begabung. Ein freier Beruf erfordert entweder eine hoch
Schulausbildung oder eine besondere schöpferische Begabung. Das heißt konkret, ein Freiberufler ist entweder Akademiker oder kreativ-künstlerisch tätig. Ich habe 2 Staatsprüfungen als Lehrer abgelegt. Das ist eine Hochschulausbildung und eine hochschulähnliche Ausbildung in einem Referendariat, in einem schulpraktischen Zentrum. Ich habe das hier in Solingen besucht. Persönliche Leistung. Ein Freiberufler erwirtschaftet seinen Gewinn größtenteils aus seiner persönlichen Leistung und übernimmt für jeden Auftrag die ganze Verantwortung. Eine Grafikerin, die selbst nur noch auf Kundenakquise geht und ihre angestellten Grafiker designen lässt, ist demzufolge keine Freiberuflerin mehr. Allerdings lösen sich die Grenzen zwischen den Berufsbildern immer mehr auf. Grafiker bieten komplette Produktion inklusive Satz und Druck an. Softwareingenieure bringen ihre Programme selbst auf den Markt und Berater vermitteln Produkte und Leistungen von Dritten. In solchen Fällen greifen wieder die oben genannten Abgrenzungsmerkmale. Ist ein IT-Freelancer freiberuflich? Was auch immer ein Freelancer ist. And now, Ivanhoe the Black Knight, our Freelancer. Englisch, ich grüße dich. Ivanhoe the Black Knight is freelancing against Sir Lancelot. Deshalb ist auch ein ZDF-Visologo vorne drauf. Nach, ob das wirklich hier unten ist. Also, es kann sein, dass der ZDF-Visologe sogar noch teurer ist, weil das Heft hier ohne ZDF-Visologo kostet 9,90 €, hat ungefähr den gleichen Umfang. Und das große Heft hier, das kostet 12,90 €. Und das hier kostet 16,90 €. Das heißt, die zahlen mindestens 4 € an die Verbrecher vom ZDF Enterprise GmbH, ZDF 2017, alle Rechte vorbehalten. Die werden mit Steuermitteln bezuschusst. Ich weiß nicht, wer da die Tasche aufmacht, das ist auf jeden Fall schon einfach nur persönliche Vorteilnahme. Tada! Ich habe immer den Eindruck, ich bin der einzige Idiot in Deutschland, der kein Geld hat, weil er nicht permanent straffällig wird. So, es geht weiter ab. Ist ein IT-Freelancer? Ist ein IT-Freelancer freiberuflich in der hochqualifizierten Entwicklung tätig oder übernimmt er gewerbliche Routine-Programmierarbeiten? Überwiegt bei Komplettangeboten von Grafiken oder Webdesignern die kreative Leistung oder die gewerbliche Dienstleistung und Produktion? Zu guter Letzt gibt es noch die Mischfälle und
Das wiederum in zwei Varianten. Wenn ihre freiberufliche und ihre gewerbliche Tätigkeit nichts miteinander zu tun haben, können sie getrennte Gewinnrechnungen erstellen und werden nur für den gewerblichen Einkommensanteil gewerbesteuerpflichtig. Das ist etwa der Fall, wenn sie Werbetexter sind und nebenbei noch ein Reisebüro betreiben. Dann gibt es jedoch die bereits genannten Komplettangebote und hier wird Gewerbesteuer auf den Umsatz kassiert, wenn die gewerbliche Komponente den Hauptanteil ausmacht. Aha. Wo auch immer die Komplettangebote genannt werden. Ich kann mal gerade nachgucken. Komplettangebote. Die Komplettangebote werden zwar genannt, aber nicht mal mehr im Stichwortverzeichnis aufgeführt. Pfui. So, es geht weiter im Kapitel Freie Berufe, Handwerk und Gewerbe mit Meisterpflicht, Innung und Handwerkskammer.